Der war drin. Der war drin. Den habe ich erst gar nicht gesehen. Kalnins hat ihn reingedrückt. Wieder ein Tor für Herford. Boah, den habe ich gar nicht gesehen. Sie wollen den Videobeweis. Sie wollen den Videobeweis und tatsächlich, die Scheibe springt irgendwie vors Tor und er drückt ihn rein. Ich glaube, der war auch drin. Aber wir müssen aufs Replay warten. So, Scheibe hochgespielt. Ja, und dann drin. Ist drin. Ist ganz klare Tor. Ich sehe da auch nicht, dass da kein Tor gegeben werden sollte. Nein, macht er. Ist auch kein hoher Stock oder so, sondern die Scheibe geht nach vorne vors Tor. Solange oh, der geht vom Pfosten oben so komisch rein. Er hängt natürlich im Fangnetz ja, fest. Ja, aber solange er spielbar ist und nicht abgepfiffen ist. Und du siehst halt, sie schlagen nur gegen das Netz und das Ding geht so weit nach oben. Und sie spielen ja weiter. Was ein kurioser Treffer. Kurioser Treffer, aber Kalnins macht ihn durch die Beine rein. Und für mich ist das ein klarer Treffer, ganz klar. Timo Sticher nach rechts gelegt. Abgeblockt. Rebound-Tor! Und wieder Kalnins. Das gibt es nicht. Die Ice Dragons ziehen dieses Spiel wahrscheinlich in den letzten Minuten hier. Und da wird wieder nicht gut abgearbeitet von den Füchsen in der Defensive. Und dann wieder einer frei. Und die Ice Dragons machen den fünften Treffer. Das ist auch Kalnins, der das einleitet. Sein Pass.